Ja, Jürgen Klopp, mit dem Abschneiden von Borussia Dortmund, aus meiner Sicht müsstest du zufrieden sein, wenn auch ein paar Siege vielleicht fehlen, aber vor der Saison hat jeder gesagt, ihr müsst euch ein bisschen konsolidieren, ihr habt viele junge Spieler eingekauft, jetzt bist du eigentlich 6 Spieltage vor Schluss. Ich meine, die 5 sind ein bisschen abgerückt, aber es gibt ja einen spannenden Kampf, Hoffenheim, Schalke, Borussia Dortmund, 10 Punkte übrigens für Werder Bremen, um zumindest Platz 6. Wie siehst du die Situation bei euch? Also ist natürlich, es ist uns schon schlechter gegangen, das ist ja keine Frage, aber man merkt im Fußball, ich merke es auch, wenn du fragst, ich fühle jetzt keine Genugtuung oder sowas auf der Situation, weil wir haben einfach... Aber Problem, bist zufrieden trotzdem? Ja, nicht unzufrieden. Wir haben das Problem des nächsten Spiels und das ist der HSV und das möchte man natürlich dann auch gewinnen und nach 4 Siegen ist das 5 nicht automatisch leichter, sondern generell sogar ein bisschen schwerer, sich da also in der richtigen Verfassung zu präsentieren. Aber nichtsdestotrotz, das ist alles andere als unschön, was uns da gerade widerfährt. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wenn man mir gesagt hätte, 10 Punkte vor Werder, ich glaube, wir dachten, wir wären damit in irgendeiner Form schon rund um die Champions League. Aber gut, das wäre dann eine Saisonspiel, die eher ungewöhnlich ist. Damit muss man auch leben. Aber nee, geht uns gut und wir sind nicht unzufrieden. Ja, großes Lob. Du warst natürlich immer der Gesicht von Mainz 05. Das geht bei denen auch. Gott sei Dank weiter, siehst du auch so. Aber bis auch in schnellster Zeit oder in kürzester Zeit auch das Gesicht von Borussia Dortmund. Auch wenn du jetzt Nee sagst, es ist so, du kannst mir nicht widersprechen. Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen mehr Medienaufkommen? Das Stadion ist natürlich größer. Ja, Stadion ist größer. Größte Fankurve der Welt. Die geilste vor allem, das muss man sagen. Also ich meine, dass da so viele Menschen drauf passen und die Woche für Woche auch kommen. Und dass wir 10.000 in Bochum dabei hatten, 10, ich glaube 8.000 in Berlin. Also unglaublich, was da passiert. Das ist natürlich richtig, richtig stark. Ja, Gesicht von Borussia Dortmund, das ist einfach nur eine Mediengeschichte. Man hat sich ein bisschen an mich gewöhnt und hat mein Bildjournalist gesagt, weil in jeder Story über Dortmund steht mein Name drin, weil die können die nur überregional verkaufen, wenn mein Name drin steht. Das heißt, ich stehe auf einmal da drin, Klimo beschwert sich über mich, weil er muss in Dortmund so viel laufen. Da stehe ich auch in Bochumer Geschichten drin, das sind so Dinge. Das hat sich schon ein bisschen eingebürgert, aber mich interessiert es sehr wenig und die Leute zum Glück auch nicht. Und wir haben einfach eine entwicklungsfähige Mannschaft, eine Mannschaft, die durchaus zumindest jung, Feuer im Arsch entwickelt hat. Ja, das muss man sagen. Dass die Fans haben das Ganze angenommen. Nach so vielen Jahren übersteigender Erwartungshaltung kann man natürlich auch durchaus mal so ein bisschen auf Normalmaß sich runterschrauben. Und das alles ist durchaus in Ordnung. Also das passt schon, Klopp und Dortmund passt schon. Am Samstag geht's gegen den HSV, ja. Spuckst du denn in der Suppe? Wir wollen den gar Tanz mit denen auf drei wir wollen den gar nichts hinspucken. Natürlich wollen wir die 3 Punkte behalten. Und HSV ist die Truppe, die spielt, ich weiß nicht, gucken unter 18 Leute zu, am abgewichstesten von allen. Ja, das ist unglaublich. Die haben jetzt im letzten Spiel 2 Minuten, erste Minute 1-0, dann mal kurz ins Aggregat runtergefahren, bis zur nächsten Torchance, 2-0, aus die Maus. Ja, und dann sind die einfach komplett abgeklärt, spielen sie das runter. Und wir wollen natürlich eine ganz andere Art Fußball spielen. Gut, wir haben nicht so viele Wettbewerbe, wir müssen auch mehr investieren in den Spielen. Und wir wollen natürlich von der ersten Sekunde an Gas geben wie die Verrückten. Vermisst er auch ein bisschen Petritsch, oder? Nein, also wer Trainer ist in der Bundesliga, der muss sich den Gesetzmäßigkeiten des jeweiligen Vereins wirklich unterordnen. Ich bin ja kein Wunschkonzert. Mladen Petritsch musste mir abgeben. Ja? Und deswegen bräuchte ich ihn eher. Oder versuchst du? Also für mich wird es schwierig, aber ich habe ein paar Jungs darauf angesetzt. Ich hoffe, dass das gelingt. So, dann letzte Frage. Du bist ja der TV-Experte zum zweiten Mal beim Herbert, der war von den Sportlern. Aus Mangel an Alter. Ich weiß nicht, wie es passiert. Vor dem großen Kaiser Franz Beckenbauer. Da muss man so klar sehen. Nicht? Und das zum zweiten Mal, muss man auch gratulieren. Ist wirklich schon etwas Besonderes. Und da die Frage, wer könnte jetzt besser wie Jürgen Klopp sein? Wer wird Meister? Also dazu kann ich ganz klar meine Meinung sagen, ist mir scheißegal. Wer Meister will, ist mir völlig wurscht. Und da brauche ich auch nicht, haben wir nur keine Gedanken drüber. Solange wir da nicht mitspielen, das gönne ich keinem. Ich setze nur ganz stark darauf, dass Mainz 5 aufsteigt. Aber wer absteigt, ich weiß nicht. Ich habe eben Ede Becker gesehen. KSC. Ja, der stärkt sich für den harten Abstiegskampf. Auch den würde ich gönnen, von ganzem Herzen, weil KSC Ede macht tolle Arbeit. Cottbus kämpft sich da unten wirklich einen ab. Gladbach und Himmelswillen, wer möchte Gladbach in der zweiten Liga sehen? Also ist so hart, die Liga ist so hart dieses Jahr und so wirklich erbarmungslos. Was macht ihr jetzt zum Schluss? Also Spiele gewinnen, so viele wie möglich und dann gucken, was wir dafür bekommen haben. Bist du auf 6. Platz, so mal spekulieren? Nein, also ja, spekulieren können wir ja, spekulieren. Aber wir wollen ja schon Ergebnisse, die anderen müssen schon mitspielen. Das erste Ergebnis aber jeweils am Wochenende, wir müssen gewinnen, dann haben wir eine Möglichkeit. Also.
Glückwunsch, was du da gemacht hast. Ja, danke sehr. Okay.